Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute zu dem nächsten Mappen-Update. Leute, ihr habt euch ja mal wieder eine Mappen-Update-Woche oder ein paar Mappen-Updates gewünscht. Leute, ich mache ein Mappen-Update. Natürlich mache ich das viel, weil ihr es euch wünscht. Aber natürlich möchte ich auch viel tauschen, Leute. Auf jeden Fall haben wir so eine Serie, die auf meinem Kanal fast gar nicht präsente war. Und zwar die aktuelle Bundesliga-Serie. Die gab es ja im Norden so zu kaufen und im Süden gab es die ja bei Aldi. Und deswegen ist mein Album auch blau am Rand. Im Süden wäre das ja dann so irgendwie grün. Auf jeden Fall haben wir das Bundesliga-Album von der Saison mit Paul Verhaag, Guido Buchsteller, Mats Hummels, Mario Götze, Serge Gnabry und Naby Keita vorne drauf. Inklusive der zweiten Bundesliga. Leute, also mir fehlen noch relativ viele, deswegen hoffe ich, dass ein paar Leute welche haben, die im Süden wohnen, weil da gab es ja immer voll viele geschenkt, habe ich gehört, wenn man bei Aldi eingekauft hat. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da was zustande kommt mit dem Tauschen, Leute. Schreibt mir einfach sonst auf Instagram ein Ausrufezeichen, nein, nicht Ausrufezeichen, einfach Hendrik-Schuster, also zwischen meinem YouTube-Namen, wie er ist, ein Unterstrich und dann hinten noch eine 101 dran. Also hier die Bundesliga-Meisterschale fehlt. Also ich sage jetzt nicht alle Zahlen, also alle Namen. Ihr seht ja die Zahl, die sind ja etwas größer gedruckt in diesem Album von Tops. Also ich fand die Sticker halt schlicht, aber sie waren relativ gut. Hier, das ist meine volle Mannschaft hier, Hertha BSC. Leute, und natürlich habe ich auch ein paar doppelte Sticker. Auch die zweite Liga-Meisterschale. Weil sonst können wir auch noch gegen andere Serien tauschen. Dann haben wir Werder Bremen. Dann Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt. Sportclub Freiburg. Hamburger SV. Hannover 96, die TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, RB Leipzig, Gewinnspiel mit Nachbestellen. Leute, falls ich nicht, ich brauche ein paar von euch, damit ich ein paar nachbestellen kann noch. Oh, ich mache es mal kurz ein bisschen gerade. Dann haben wir Bayer 04 Leverkusen, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Schalke 04, der FC Schalke 04, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg. Dann kommen wir noch zu den ganzen Nationen aus Europa, wo die ganzen Leute herkommen. Hier aus Nordamerika, hier aus Südamerika, hier aus Afrika. Und hier aus Asien. Ich weiß, der Chinese, das ist der Herr von Werder Bremen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt. Australier ist einmal Matthew Lecky. Das weiß ich. Koreaner kenne ich auch. Das ist der Herr Yajuel Ko von den lieben Augsburgern. Und Japaner kenne ich vielleicht. Hasebe kennt man. Kagawa kennt man. Aus Ghana kenne ich jetzt keinen, Nigeria kenne ich Balogun, Senegal kenne ich keinen, sonst kenne ich, Aubameyang war hier noch drin, ne? Das weiß ich noch. Also Brasilianer können wir jetzt zum Beispiel Kayubi aufsagen, Argentinier Lucas Alario, Chilene Arangues, Kolumbianer James, Paraguay weiß ich nicht, Venezuela weiß ich noch, dieser Cordova von Augsburg, Peru. Halt Pizarro, hier USA, Bobby Wood, Mexiko ist Salcedo von Frankfurt und Jamaikaner Michael Hector oder der Herr Bailey von den Herren aus Leverkusen. Dann hier noch der Ball und hier so, die Welt wird klein und unser Fußballhelden größer. Und jetzt halt alle Zweitliga-Logos, da fehlen mir halt Bielefeld, Bochum, Braunschweig, Duisburg und Fürth. Leute, es sind halt nur die Logos. Ich fände es klasse, wenn die glitzernd wären.
Also im richtigen Album von, also vom Album aus dem Süden wäre ja noch so Aldi-Werbung. Hier ist halt Matchtex-Werbung. Das Ganze hat 2 € gekostet. Naja, ich habe insgesamt 2 Displays geöffnet, Leute. Und das Album sieht so aus. Ich habe ein paar doppelte. Leute, ihr könnt gerne mir welche zuschicken. Auf Insta einfach anschreiben, dann können wir auch tauschen. Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Morgen kommt vielleicht ein Unboxing, ich weiß es noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.